Jetzt mal Reset. Servus, Grüße. Hi. Hallo. Ey, was ist denn der Scheiß? Wenn ich reingehe, steht da 0 von 12 Bossen besiegt. Ich kann das dann annehmen und bin vor Forion. Ist das wegen den Serverzusammenlegungen? Du redest irgendwie völligen Quatsch, Basti. Hör auf mit dem Scheiß, sonst zähl dich richtig schnell. Das ist übelst nervig im Ohrgott. Hallo. Habt ihr denn die ID gerade? Mhm. Weil sonst muss mal einer von... Es muss mal einer von euch als erstes reingehen. Wer steht gerade vor der Instanz? Ich stehe davor. Was habt ihr vor? Warte. Manni, resette noch einmal. Dann geh mal rein. Und hoffentlich hast du da nicht das gleiche Problem wie ich gerade. Ne, das gleiche. 0 von 12 Bossen und ich könnte annehmen. Also ist die ID kaputt gegangen wegen Serverzusammenlegung oder wie? Ja. So wie es aussieht. Naja, die ID ist nicht kaputt. Wir haben sie drin stehen. Wir können sie nur jetzt nicht benutzen aus Gründen. Hallo. Hallo. Hi. Aber wenn wir doch jetzt mythisch gehen würden, würden wir die doch überschreiben, oder? Das ist die Frage, ne? Das Ding ist halt, es hat überhaupt keinen Sinn, die jetzt zu gehen. Bei mir leckt's gerade alles. Bei mir passiert gar nichts. Der Punkt ist ja auch, Manni ist der Einzige, der reingehen kann, weil er Lead ist. Und da scheint's irgendeinen Fehler in der Matrix zu geben, dass der Lead halt reingehen kann. Aber was nützt uns das, wenn wir nicht reingehen können und er reingehen kann? Das hilft uns ja auch nicht. Single Raid. Ja, soll ich mal auf Annehmen machen? Ja, ich überlege. Eben, was. Deswegen. Lass mich mal versuchen. Ich war diese Woche noch nicht drin. Was ist denn, wenn jemand mit einem Twink die einmal annimmt? Das ist eine gute Idee. Lass mal Mustafa versuchen. Der hat ja die ID noch von der... Hast du die ID noch angezeigt bei dir? Kannst du die verlängern von letzter Woche? Ich hätte die verlängert, ja. Dann gib mal Mustafa Lead und setz mal zurück. Alle Instanzen zurücksetzen, bevor du reingehst. Und mal die raus, falls du noch nicht raus bist. Ich bin draußen. Damit habe ich gar nicht gerechnet, sonst hätte ich das früher schon probiert, ey. Shit, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Raid-Ende. Ich hoffe halt, dass die ID nicht kaputt ist. Zunächst Woche. Das wäre der größte Schwachsinn überhaupt. Ich habe gerade mal einen Screenshot gemacht, ich werde ein GM-Ticket schreiben. Robin, das ist, glaube ich, gerade kein Spaß mit Raid-Ende. Ja, er weiß das, er will die Stimmung heben. Nein, das Gleiche. Ich stehe vor Ruhe. Also hat die ID entweder einen Knacks oder... Ja, muss ja sein. Die ID muss einen Knacks haben. Soll ich mal auf den Twink kurz ankommen und dann da annehmen drücken? Haben wir da gerade probiert. Ne, haben wir nicht. Wir haben nicht auf annehmen gedrückt. Das, was mich halt wundert, ist, dass null Bosse angenommen werden müssen. So, das ist halt das, was weird da dran ist. Hat vielleicht irgendwer anders... mit null Bossen quasi die ID verlängert? Danke, sollte aber nur der nicht reinkommen können, der das gemacht hat. Und alle anderen. Der schon. Punkt ist folgender. Du kriegst keine ID, also es existiert keine ID, wo kein Boss tot ist. Ja, gibt's eigentlich nicht. Richtig. Existiert nicht. Du kriegst erst eine ID zugewiesen, nachdem der erste Boss gelegt wurde. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, dass du irgendwas annehmen musst mit null Bossen. Das heißt, die einzige Sache, die ich mir vorstellen kann, was dann passiert ist, dass die ID rausgeschmissen wird bei uns drin, weil die als fehlerhaft gewertet wird. Das heißt, jeder müsste jetzt einzeln rausgehen und reingehen und die Null-ID annehmen oder irgendein Bullshit. Also bestimmt, ja, genau, das wollen wir ja nicht. Zusammensetzung wegen mythisch und so einer Kacke. Das Problem ist halt, wenn die ID weg ist, müssten wir alle Bosse nochmal machen.
meine, wir könnten zwar direkt zu Ilginot gehen, aber der Plan sah eigentlich vor, dass wir Ilginot machen und danach dann eben die Quest annehmen können, sodass wir dann zumindest die Option haben, aufzuhören und dann langfristig trotzdem da reinkommen wieder. Oder eben die ID gern bis zu Ende durchziehen. Zumindest, dass wir noch die nächsten zwei Bosse machen oder so. Die Angst, die ich jetzt habe, ist, wenn die ID jetzt nicht funktioniert, ist, dass sie halt nächste Woche auch nicht funktioniert. Und das ist halt gerade das, was mich tiltet. Steht halt auch bei der Nihilosa-ID dran, 9 Tage noch aktiv. Das ist halt auch, kann eigentlich nicht sein. Bei mir steht 2 Tage und 13 Stunden halt, ganz normal. Bei Mythisch? Ja. Zwei Tage, 13 Stunden, 34 Minuten. Und 3 verfügbar. Habt ihr sie gerade alle verlängert? Nein. Ich habe sie nicht verlängert, ne? Ich habe meine nicht verlängert und habe 2 Tage, 13 Stunden. Ja, nee, wenn ich sie verlängere, habe ich 9 Tage. Ah, okay. Das heißt, man könnte sie zur nächsten Woche verlängern. Theoretisch ja. Geht ja. Aber ihr könnt ja alle nicht rein. Wieso könnt ihr denn alle nicht rein? Das hoffe ich nicht. Wieso kann nur der Leader rein? Wieso Weil kann du, der eine... Dadurch, dass du die ID verlängert hast, hast du eine neue ID bekommen, die wir nicht haben. Wer weiß. Ja, aber Lumpy kommt ja auch nicht rein. Aber der hat es auch verlängert gehabt, ne? Aber das war eine andere ID, die er verlängert hat, oder nicht? Ne, ich war ja auch schon drin. Also ich war ja auch schon Gruppenleiter und bin reingekommen. Aber ihr alle nicht. Oder ihr habt das habt ihr es versucht, nicht, oder? Hat es verlängert, ich hab Money, ne? Gib mir nochmal einen Leadchef und geh mal aus der Gruppe raus und dann gehe ich zuerst rein und schau, ob die anderen auch reinkommen. Also ich kann durchs Portal durchfliegen, da passiert gar nichts. Das müsste irgendwas im Chat stehen, Basti. Ja, da steht Nihiluta IV zugewiesen. So, bei mir steht das auch. Ich bin drin, kommt ihr rein? Nee. Nee. Hast du jetzt 7 oder was? Oder? Nee, ich hatte wieder auch nur 5-12. Ich will halt nicht auf Annehmen klicken. Ich geh mal aus dem Raid raus, ich teste mal was. Ich bin draußen. Kommt alle nicht rein. Es kommt einfach nur der Gruppenleiter rein. Ja, und der kann dann eine 0 von 12 ID nehmen, die ihm nichts bringt, weil keiner reinkommt. Juhu. Ich habe halt jetzt die Sorge, dass wenn du jetzt die ID annimmst, dass du dann die ID irgendwie löscht, dadurch, dass du sie annimmst, weißt du? Ja. Weil wenn du die ID annimmst, dann nimmst du eventuell halt für alle die ID an, wenn du so willst, weißt du, und löscht von uns allen die ID. Deswegen will ich eigentlich nicht, dass irgendwer die annimmt, dass wir sie nächste Woche noch haben. Weil das die einzige Chance ist, die ich sehe, dann überhaupt damit weiterzumachen. Mit einem Twink mal versuchen? Also, dass einer mit einem Twink kommt und der Schlachtzugleiter ist und reingeht? Lumpy ist ja nicht hier dabei gewesen, die ID. Also, eigentlich okay, ist es also ja letztendlich das dasselbe. Ja. Lass mal bitte... Seid ihr alle bei Tyrion oder auch bei Durotan? Vielleicht ist das auch ein Ding. Ich bin Durotan. Okay. Durotan. Ich komme auch nicht rein. Tyrion. Wir haben den Schlachtzugsleiter, was der ist. Lock mal bitte einen auf den Twink. Mustafa, verlänger du mal die ID und dann lad mal und dann nimm mal den anderen in die Gruppe mit rein, mach einen Raid auf und geht dann mal rein und guck mal, ob das daran liegt, dass wir die ID die Woche schon gespielt haben. Du kannst mal einen Mage laden. Den Ex. Lock. Der hat gar keine ID. Ich locker gerade auf meinem Mönch um. Einer reicht.
Ihr braucht jetzt nicht alle umloggen. Wer ist damit? Ach, da. Nimm einfach irgendeinen, ist egal. Mach einen Schlachtzug draus, also eine Gruppe, dann Schlachtzug draus und dann ID von letzter Woche annehmen und gucken, ob du reinkommst. Ich komm rein, steh aber wieder vor Rühren. Also ist ja die im schlimmsten Fall weg, oder was? Aber warum kommen wir nicht rein, wenn die ID aber weg wenn, ist? Wenn jetzt mal Victor dann auch drinnen ist, so, er kommt wahrscheinlich auch wieder nicht rein. Ja, bleib mal drin, ich bin gleich da. Ja. Vielleicht kann er sie dann annehmen, vielleicht kommt er dann weiter. Ja, dann geh mal raus und lass Victor reingehen. Also ich komme schon mal rein und das ist gar keine ID. Ah, das stand auch im Grün unten verlängert, ja, Mustafa, bei dir steht auch 9 Tage irgendwas. Jo. Aber bei 9 Tage dürfte da eigentlich auch nicht stehen. Nee, aber bei mir steht 2 Tage 13. Wenn du verlängerst, ja, das sollte eigentlich auch richtig sein. Boah. Google mal, ob das irgendwas für gibt. Bullshit. Nee, ernsthaft jetzt? Ja, das Problem ist ja jetzt, dass wir auch eigentlich nicht reinkommen, ne? Also wir könnten ja jetzt nicht mehr die ID neu anfangen. Also keine Ahnung, ich verlängere die ID in der Hoffnung, dass sie nächste Woche dann da ist. Vielleicht ist ja dann eine kaputte ID, wir werden sehen. Warte, aber wenn du die ID jetzt verlängerst und das nächste Woche auch nicht klappt, dann können wir auch nächste Woche nicht raiden, oder? Ich kann die ID dann immer noch aufgeben. Sobald ich reingehe, kann ich ja mich entscheiden, ob ich sie annehme oder nicht. Okay. Also wenn ich die ID verlängere, habe ich mich nicht automatisch dafür entschieden. Das passiert erst, wenn ich reingehe. Das muss ich genauso bestätigen wie ihr alle auch. Und okay. Wenn ich dann reingehe und kriege angezeigt 0 von, dann würde ich die ID natürlich einfach wegverlängern und würde rausgehen und dann müssen wir von vorne anfangen. Ist dann halt so. Ist halt... Ja, keine Ahnung. Mega ärgerlich, trifft es nicht annähernd. Ziemlich behindert sogar. Aber ich werde mal ein Ticket schreiben, vielleicht habe ich da ja einen findigen. Also wie es da ja steht, ist es ja nichts zu machen. Ne? Das nur, weil irgendjemand da im Forum was gepostet hat, muss man es nicht für wahre Münze nehmen, aber die haben ja das gleiche Problem. Das heißt, wenn da jetzt irgendwie ein Blauer drauf antwortet würde... Ladet mich mal bitte ein wieder in die Gruppe. Dann könnte man das als voll nehmen. Damit wir jetzt irgendwas machen, machen wir erstmal ein Soft-VC, dass wir zumindest irgendwas machen. Kann ich mit meinem Dämonenjäger mitkommen? Ja, geht.
Sofern der jetzt nicht total im Keller ist mit dem Gear. Okay, dann sollte ich doch lieber mit dem Druiden mit. Wie hoch ist der? Noch nicht so hoch. 384? 384. Nee, das ist dann tatsächlich schade. Lust. Kann ich mit meinem Paladin mit? Du hast schon. Hab ich nicht. Pavos ID. Gut, aber ja, aber HC habe ich auch ID, ne? HC also, ist auch Loot ID. Ja, das ist ja nur Loot. Du hattest schon HC ID. Kommt erstmal wieder bitte alle in die Gruppe. Lass uns jetzt einmal vor HC machen. Ihr macht ein bisschen Trash und in der Zeit überlege ich mir was. Danke. Letzte Zentur auch rein? Ja. Ist wieder auf mythisch gestellt. Alfie, du musst das mal, Alfie, sag ich schon, Manni, du musst das mal bei dir einstellen in Exorcist, dass du nicht automatisch allen Offizieren Assist gibst. Weil du hast direkt irgendwie dem halben Raid Assist gegeben. Das ist immer blöd wegen zahlreicher Addons, beziehungsweise DBM und so, dann markieren halt nachher irgendwie 10 Leute und da kommt dann ein ziemlicher Käse bei raus, gerne mal. Es geht bei Raid-Einladeoption, glaube ich. Einladeoption, genau. Kannst du dann unten einstellen, automatisch befördern. Da habe ich dann Rang nicht anwenden. Aber interessant, kann man auch einfach wegklicken. Dabei war ich so gut gelaunt. Hau mal einen Kessel raus. Sarah, ich habe rausgefunden, wie Fey-Blessings funktionieren. Wie was funktioniert? Sorry. Fey-Blessings, diese neuen. Nee, Fey-Guardians heißt es ja jetzt. Die Covenant-Fähigkeit von Nightfey für Shadow. Aha, also ich muss sagen, ich habe mich damit ehrlich gesagt noch gar nicht auseinandergesetzt, weil es immer noch so viele Änderungen gibt und ich da... Also die meisten Änderungen sind jetzt durch. Jetzt sind es nur noch Kleinigkeiten. Ich hatte dir da vorhin ein Video geschickt. Ja, das habe ich schon gesehen. Erklärt das aber nicht so genau. Soll ich ein Fläschchen nehmen oder soll ich auf den Demon Hunter wechseln? Weil ich ja schon ID habe. Wir gehen jetzt hier für den Insoft-Kill rein. Gut, das ist nicht ganz so wichtig. Ich will halt aber auch nicht 1 Million verschiedener Twinks mit haben. Ich will hier einigermaßen schnell durch jetzt und mir was überlegen in der Zeit. Deswegen bleib auf dem Hunter. Jo. Kriegst du, glaube ich, kein Loot, ne? Richtig. So be it. Na, die Fähigkeit funktioniert jedenfalls so, alle 1,5 Minuten kriegt man für 20 Sekunden so einen Guardian, der dann den Cooldown von einem selbst reduziert. In dem Fall halt Schattengeist. Und wenn du Schattenheilung auf einen anderen Spieler wirkst, dann würde das umswitchen und von jemand anders würde dann der Major Cooldown reduziert werden. Und am Anfang war das halt so, dass es mit leeren Blitz halt random war. Ob das passiert oder nicht. Hast du keine Flasche mehr abgekriegt, Daniel? Doch, habe ich. Nur vergessen, ich dachte, ich hatte noch. Deswegen. Okay. Das heißt, die haben jetzt quasi garantiert, dass das immer auf die selber ist, der Cooldown. Deswegen ist das Mindbender-Bild jetzt wirklich möglich und nicht mehr lackabhängig. Und deswegen, also eine gute Änderung, jederweise. Und es sieht auch sehr stark danach aus, dass wir Nightfey spielen. Als Shadows. Okay. Hey, das ist die Vol'jin-Story, die kann man die nicht mögen. Ach, darum geht's doch gar nicht. Da sind ja zu viele Motten und Schmetterlinge in diesem Covenant. Naja, du bist ja sowieso in allen Gebieten unterwegs, von daher. Ja. Die meiste Zeit wirst du ja wahrscheinlich eh in Ouroboros oder wie der Quatsch da heißt, sein. Von daher. Ja,
was soll ich sagen? Ich habe letztens einen gehört, der gesagt hat, es wäre schön gewesen, wenn man die Power komplett trennen würde von den kosmetischen Dingen. Hütet euch. Aber nee. Wollen sie nicht. Wollen lieber, dass die Leute, die gerne gut spielen wollen, dass die halt dann das Five, wählen, was hässlich ist zur Not, four, aber... Yay. Als ob irgendwer nach kosmetisch entscheidet, der die Möglichkeit hat, mehr Power Hütet zu haben. Euch. Exaportal? Hey. Ach, wir hätten sogar vorne stehen bleiben können, fällt mir jetzt auf. Ernsthaft? Na gut. Whatever. Schlimmer kann meine Laune nicht werden. Irgendwie kann ich mich nicht daran erinnern, dass Sophie mal an 2 war. Diese Kack-Intermission einfach, ey. Ja, wird stehen bleiben sollen, ne? Na egal. Hab ich auch nicht mehr daran gedacht. Mach mein Kopf auf, anders ich mal jetzt erstmal ein Ticket. Macht halt für die Milis echt alles kaputt, ne? Jo. Hast du nicht Gottesschild? Bug melden. Naja. Ticket. Kundensupport. Okay. Was ist dein Problem? Oh Gott, wo soll ich anfangen? Das sind halt nur 8 Sekunden, Robin. Reicht doch. Oh, das Feuer macht schon Aua. Ach, du kannst dich doch stark gegenfallen. Ich bin erst vorne geblieben und dann mit der Turtle zurückgepaddelt. Also nicht gepaddelt, aber zurückgelaufen. Und was genau meinst du jetzt da mit? Hier hinten. Und dass ich auch eine gewisse Zeit da vorne in dem Trickding drin gewesen bin. Sonst noch jemand Verbindungsprobleme? Nö. Ernsthaft? Die wollen mir hier gar kein Ticket erlauben, oder was? Willst du mich verarschen? Selbst wenn du zum Ticket schreiben kommst, Ticket-Wartezeit ist aktuell, glaube ich, irgendwie 4 oder 5 Tage. Fun. Du machst uns wieder Hoffnung hier. Da, Internet-Ticket. Schreibung. Server zusammenlegen, mythische ID kaputt. Sophie, die Bienen sind aber echt fleißig in Minecraft, ne? Geht ja echt schnell da mit dem Honig. Mhm. Die, wenn du eine Farm rundum baust, wo du halt Sachen abbaust, wie eben Weizen oder sowas, dann wachsen die ja schnell da, nämlich die Bienen da, die Pollen, wenn die da in die Richtung fliegen und da drüber fliegen, dann werden die das irgendwie düngen. Ja.
Was? Vier Tage steht da drin. Aber im letzten Mal, als ich das letzte Mal so viele Tage hatte, musste ich nur anderthalb warten oder so. Das ist halt Sonntag, ne? Da sammeln sich erstmal wieder was an. An was für Bienen dachtest du denn, Dominik? Reisebienen. Egal, an Bienen. Vielleicht an Haustier oder Begleiter. Zieh mich mal zu mir. Du komm ran, Dominik, ich bin doch schon da. Na, der Aufzug hackt irgendwie. Ja, ich bin doch schon da oben, ich warte doch schon auf dich. Oh, danke, Steffen. Bitte. Hab ich gern gemacht. Sebastian, im schlimmsten Fall, wenn das mit der ID nächste Woche bei mir kaputt ist, dann gehe ich mit dem DK mit. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es kann natürlich sein, dadurch, dass ich die ID jetzt verlängere, dass da irgendein Bug... Ich will es nicht hoffen, aber... Naja, in dem Ding steht drin, es ist so, wie als würdest du transferieren. Naja, das hat ein MVP geschrieben. Ja, heißt natürlich nichts. Habt ihr das alle mitbekommen mit den Raw Gold Farms? Was genau, dass die nicht mehr so effektiv sind wie früher? Dass die mit dem Pre-Patch im Prinzip nicht mehr nutzbar sind. Auge. Okay. Danke, Sebastian. Okay. Das war knapp, ja, aber erledigt. Run away. Wo fliegt der denn hin? Bis zur Unendlichkeit noch viel weiter. Du hast einen Freund in mir. Aber ihr wisst ja, was das heißt im schlimmsten Fall. Wir müssen alle Bosse nochmal legen. Easy, first war alles. Ja, Dominik. Solange du deine Kugel richtig spielst. Aber müssen wir die nochmal leben, wenn wir nur zu Ilginot wollen? Nein. Bitte nee, aber... Danach aber halt, aber... Ja, aber ist doch völlig wurscht, ob wir es zuerst machen oder danach. Aber ich würde lieber die Bosse zuerst machen, die wir schon mal gelegt haben, um da eventuell noch ein bisschen Gear draus zu holen, dass wir es dann bei Ilginot ein bisschen einfacher haben, anstatt wochenlang uns jetzt an Ilginot aufzuhalten und dann ärgere ich mich jede Woche, dass die ID weg ist. Ach so, meinst du Trinket, ja? Und so Carapace kennen wir auch nicht. Also ich würde lieber erstmal die ID wiederholen und dann ist der Punkt zumindest weg und ärgert mich nicht mehr. Aber das können wir ja nicht mal mehr heute machen, weil der Scheiß nicht funktioniert. Ist halt... Wir könnten Twink ran machen. Ja, damit wir schon mal ein paar Müdespasser haben, meinst du, oder was? Ich weiß nicht, ob wir genug Twinks haben. Ich fürchte, das geht nicht. Ach, Vorurion geht auch mit 380. Das war wirklich sehr sportlich, Daniel. Nur meine beiden Waffen und meine Schmuckstücke. Da habe ich nichts Besseres bekommen. Ja, du bist nicht der erste Mann, der seine Waffen für größer hält, als sie sind. Auge. Ich hab Aggro, Freunde der Sonne. Mach weniger Schaden. Ich hab die ganze Zeit Angst, ich kann nichts machen. Ich hab Alex. Ah,
Na gut, das kommt noch dazu. Das habe ich heute auch schon häufiger gelesen. Ach ja. Wie war das? Sollten wir uns nicht freuen, weil wir viele... Never play on Patch Day. Never play on Server Zusammenlegungsweek. Hakuna Matata. Stefan, was kannst du uns denn Schönes über die Neuen sagen? Da sind ja auch Leute bei, die einen hohen Score haben. Also, das Wichtigste, was mir aufgefallen ist bei denen, ist, sie sind nicht Robin. Also, großer Pluspunkt von vornherein. Ja, aber das meinte ich ja nicht. Alles Weitere muss man dann sehen. Mir ist aufgefallen, es sind furchtbar viele. Es wird wieder deutlich mehr gequasselt im Gildenchat. Furchtbar würde ich jetzt nicht sagen. Also ich sehe nichts. Ich meine, wir hatten... Ist nichts Neues. Wir haben jetzt 42 Leute, die online sind. Wir waren ja gerne mal sonntagsabends, waren es ja gerne schon mal 35 bis 40 Leute. Also das hat sich jetzt nicht so viel verschoben. Aber wir sind da teilweise auch unter dem Tag rüber dann 40 Leute oder so. Das ist schon mehr geworden. Aber da sind natürlich auch viele Twinks bei, die jetzt eventuell dann am Wochenende ihre Charts spielen, weil sie halt Mittwoch, Donnerstag, Freitag die wichtigsten Sachen schon erledigt haben. Bleibt abzuwarten. Wobei wir zwei neue Raider haben, die ganz einen okayen Eindruck gemacht haben. Jetzt nicht unbedingt erste Gruppe Potenzial, aber wir haben dann noch einen anderen, der jetzt mehr im TS war, der ist vielleicht eine gute Wahl für den Main Raid irgendwann. Allerdings ist es noch ein weiterer Hunter, müssen wir gucken. Da war ja auf jeden Fall auch noch irgendjemand mit irgendwie 3,5k Score. Naja, 3,5 nicht, 3¼. Meinst du Amira, der ein paar Mal nicht geantwortet hat auf meine Nachricht? Ja, ich weiß noch nicht so ganz. Kann sein, dass er das ist. Lustig ist ja, dass er meinen Main rausgeboxt hat. Das heißt, auf meinen Twinks wird zurzeit nicht mein Main-Score angezeigt. Das musste ich vorhin erstmal wieder resinken. Ach Gott, ich habe ganz vergessen, wie nervig das sein kann, so eine Server-Zusammenlegung. Aber zwecks neuer ID-Money, ich würde einfach sagen, dass wir vielleicht versuchen, dann morgen oder übermorgen oder jetzt, wenn wir den Raid heute ein bisschen früher bannen, dass wir dann einfach mit den Twinks uns eine mythische Gruppe suchen oder so und dann einfach drei Bosse legen und dann die ID weiterspielen. Weil im Normalfall werden die ja wahrscheinlich eh nicht weitergespielt. Und dann haben wir die dann für nächste Woche. Ja. Ich weiß gar nicht, was ist, wenn man das einfach annehmen klickt. Also man geht rein und geht auf ja, annehmen. Ja, da habe ich halt die Angst, dass wir dann die ID löschen, die wir jetzt haben. Das ist eben der Punkt. Und ich sehe halt den Upside nicht, es zu riskieren, weißt du? Weil da kann man genauso gut mit dem Twink halt, wie gesagt, die ersten drei Bosse machen, random. Das ist halt meiner Meinung nach sowieso viel. Keine Ahnung. Aber ich meine, du löschst sie ja nicht. Also wenn ich jetzt auf annehmen klicke, dann habe ich sie ja nur gelöscht, oder? Oder denkst du, ja, aber das müssen wir ja mit jedem einzelnen Spieler machen. Ich meine, was passiert, wenn ich auf Annehmen klicke und kommt ihr dann rein? Das ist dann die Frage. Nee, wir müssen alle deine annehmen. Das ist eben der Punkt. Es wird so darauf hinauslaufen, dass du reinlaufen musst, die ID annehmen, dann musst du rausgehen, jemand anders Lead geben, der muss dann reingehen, der annehmen und das müssen wir jetzt 20 Mal machen. Und da wissen wir halt nicht, wie es dann endet, weißt du? Das ist eben der Punkt. Diese Woche geht es so oder so nicht. Ja. Mit unseren Mains. Ich würde es jetzt auch nicht. Also das Risiko für den... Keine Ahnung. Oder meinst du, dass wir die Null-ID annehmen und durch magische Weise haben wir dann auf einmal 7 Bosse tot, oder was? Man weiß es ja nicht, ne? Oder es ist einfach die ID. Ich glaube einfach, die ID wurde gelöscht, deswegen. Ja, irgendwas packt da deswegen rum. Irgendwie sowas, denke ich. Aber ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass das, dadurch, dass es ja im Manual noch drin steht, in der ID, dass wir die Bosse tot haben, hoffe ich, dass es nächste Woche irgendwie funktioniert. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Kann natürlich auch sein, dass die ID dann auch leer ist, aber dann so be it. Kann man sich erinnern. Und für den Fall würde ich dann halt eine weitere ID vorbereiten und dann müssen wir zumindest die ersten drei nicht nochmal machen. Können es dann aussuchen, ob wir zuerst zu Radennen gehen, Axione oder was. Wenn du das machst, dann sag bitte Moment, hier, Skitra Bescheid. Dann hätte ich zumindest noch die Chance auf den Mythischbogen.
Hier hat jemand tatsächlich dann diese Idee umgesetzt. Dann ging die Idee los, die 0 von 12 anzunehmen und die 2 Rekills zu machen. Alle, die am Mittwoch dabei waren, hatten Lockout. Niemand konnte reingehen. Nochmal was? Die hatten wohl Probleme mit dem Annehmen von 0 von 12. Hat nichts geklappt mit. Also das funktioniert auch definitiv nicht. Gut. Wir machen uns schlau. Ich meine, der heutige Tag ist halt weg. Da können wir jetzt nichts dran ändern. Aber entweder haben wir Mittwoch Glück oder Pech. Und das werden wir dann sehen. Yay, Serverzusammenlegung. 5, 4, 3, 2, 1. Habt ihr denn schon die Erfahrung gemacht, dass mehr los ist? Also erstmal abseits von in der Gilde. Ich hab Sachen verkauft. Ich habe auch das Gefühl, dass immer ein bisschen mehr geht gerade. 2, 1. Ein mehr Spieler und Aktivität, auch sehr viele zurückgekommen, so wie ich das mitkriege. Das ist auch lustig, ich habe auch sehr viele Leute von Tyrion eingeladen. Sag ich ja, es sind schon ein paar mehr, ja. Run away. Take care, Markus. Ja, schau, wo ich gestorben bin, das ist eindeutig Schotten. Nicht drunter. Du bist der König der Welt. Nee, das war was anderes. Du bist vom Schiff gefallen. Run away. Ende kratzt aus. Hat ein Eisberg gerammt. Er braucht keine Freunde. 3, 2, 1. Auge. Three, two, ja, eins kommt. Sir, is it? Three, two, one. Was ist das herrlich, wenn man aus Versehen das falsche Target hat? Three, two, one. Hütet euch. Run away. Three, two, one. Hütet euch. Three, two, one. Hütet euch. Run away. War das schon immer so, dass man hier auf den Stand kriegen konnte? Ja. Ich glaube, das ist halt mehr wahrscheinlich, wenn du eine größere Gruppe hast. Wir waren ja länger nicht mehr über 20 Leuten rein durch. Hütet euch. Three. 2, 1. Hütet euch. 3, 2, 1.
Run away. Hütet euch. Run away. Hütet euch. 3, run away. 2, 1. Hütet euch. Hütet euch. Run away. All die AOE-Sheet hat er, ey. Weißt du, was ich gemacht habe, Yannick? Was genau? Schade. Als alle links die Seite hochgelaufen sind, bin ich einfach so auf halbem Weg stehen geblieben, hab da die ganze Zeit die kleinen Zisten und den Boss zugedottet und hab einfach gepumpt, scheiß drauf. Das bringt einem so viel mehr Schaden, wenn man da einfach sinnfrei Schaden macht. Ja. Das wird aber nicht gewertet, oder nicht? Also das, was der Boss gemacht hat, unter Umständen schon, aber das an den Zysten wird rausgerechnet bei Dings. Ja, aber jetzt hier sieht man es ja. Also mir ist es egal, solange ich reinstehe. Ja, in Warcraft Logs dann vielleicht nicht mehr. Da bist du dann am letzten Platz. Ist halt die Frage, weil der Schaden, die gehen ja auf ein Leben runter und heilen sich danach wieder voll. Und ich mache ja auch keinen Schaden, wenn die bei einem Leben sind. Also die heilen sich ja voll und dann mache ich wieder Schaden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Schaden nicht mit einrechnen, weil der ist ja doch wichtig, dass du die 14 klein hältst. Ich weiß nicht, ob es mit der Membran noch zusammenhängt, wenn die drauf ist, ob der Schaden dann nicht gewertet wird. Weil das war halt auch ein, zweimal, dass dann dadurch das... Es wird auf jeden Fall irgendwas nicht gewertet bei... Wir werden sehen. Ja. Dings. Wobei Christoph rockt ja direkt nebenbei, ne? Ich kann ja direkt gucken. Haters gonna hate. Und bei Zod scheint ja auch irgendwas nicht gewertet zu werden. Da sind ja die Zahlen irgendwie auch nur irgendwie bei 70% dessen, was bei Dings angezeigt wird im Damage Meter. Liegt vielleicht auch an den Gruppen, das weiß ich nicht. Lustigerweise ist Timo ein 1. Timo ist ein 1 mit 75k Schaden. Cool. What the fuck? Ich glaube, sämtliche. Ach, Moment. Antigen and Cis Damage has been removed in the table below. Damage absorbed by Synthesis has been removed as well. Also, es ist halt einfach alles weg. Alles an Schaden ist weg. Das heißt. Moment, der Schaden am Boss hätte aber angerechnet werden müssen, dann oder nicht? Ja, wurde er vielleicht. Nee, der ist ja im Schild. Ach so. Ja, nee, der heilt sich gegen. Der ist nicht die ganze Zeit im Schild. Dann hast du ja noch weniger Schaden gemacht. Nee, wieso? Schild wird weggerechnet. Ja, deswegen, dann hast du ja noch mehr Fake Damage. Dann hast du ja schon Fake Damage drin und wärst sonst noch weiter unten bei Warcraft Logs. Ich glaube, du verstehst nicht, worüber wir reden, aber ist egal. Ich habe gesagt, wenn du nur auf den Boss durchtunnelst, machst du wahrscheinlich den meisten Schaden, weil alles andere rausgerechnet wird. Das war, was ich gerade gesagt habe. Keine Ahnung, was du jetzt meinst. Ich meine, dass der Boss in der zweiten Phase generell nicht zählt. Ja, das ist es eben, es steht da nicht. Deswegen denke ich, es zählt. So, welcher Tank will erste? Ich gehe als erstes. Ja,
Welche Heiler bei Warcraft Log hast du 17,72 an Zorn von Zott und bei dem normalen Log hast du 24,97. Also es wird rausgerechnet. Aber guckt euch, macht die ganze Zeit Schaden. Welcher Schaden soll das denn sonst gewesen sein? Okay. Sonst würde ja die ganze zweite Phase gar keinen Schaden angerechnet werden. Wahrscheinlich an den großen Dingern, wenn kein Schild drauf ist. Nö, das sind doch die Antiken, oder nicht? Genau, Antiken und Zysten, das heißt, zweite Phase wird komplett rausgerechnet. Das heißt, das Einzige, woran du Schaden machen kannst, ist der Boss. Ja, exakt. Ja, aber auch nicht in der zweiten Phase. Also, aber warum steht das da nicht? Ja, das weiß ich nicht, aber Robin hat ja... Das heißt, die gesamte zweite Phase ist einfach, kannst du einfach auf K rumstehen, was eh keinen Schaden hast. Theoretisch, ja. Na, super. Oder ich weiß nicht, ob die das, die schreiben halt ja rein, Antiken und Zysten. Welcher Heiler will alleine? Und vor allem zweite oder erste Phase? Christoph alleine erste Phase oder was? Ja. Okay, Gruppe 1, 2, dann erste Phase. 3, 4, 5, dann zweite Phase. Christoph will doch eh immer alleine heilen. Wenn er satt ist. Wo bleibt der Rechtsklick? 5, 4, 3. Du meinst den Hunterpull? 1. Hm. Four, three, two, one. Hütet euch. Hütet euch. Ich geh links. Hütet euch. Run away. Four, three, two, one. Gruppe 1, 2. Run away. Hm.
Hütet euch. Run away. Hütet euch. Hütet euch. Okay, das wird knapp im Herzen, ne? Ja. Ja, wartet einfach, bevor ihr runtergeht. Ich hab Disconnect. Wartet einfach kurz. 5 Sekunden wartet ihr noch und dann benutzt ihr das Herz und dann geht ihr erst danach runter. Run away. Jetzt ist Herz ready, schnell klicken und dann schnell runtergehen. Hütet euch. Run away. Hütet euch. Hütet euch. Am Frosch. Vorsicht, Paranoia ist noch am Start. Run away. Run away. Knappe Kiste, ey. Ja, fast 100k gekriegt. Bin ich der Einzige, der nach oben ist? Offensichtlich. Einfach sterben gehen, wenn das so ist, dann bist du durch. Tun. 116 das aktuelle? Ja. 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 Okay, ja, so schade wie es ist, weil heute ja eigentlich relativ viele Leute da sind. Twingo. Der Tag quasi ein bisschen für die Katz, ne? Was soll man machen? Im schlimmsten Fall geht's halt dann nächste Woche von vorne los. Ja, Mittwoch sieht ja nicht so gut aus. Achso, ich bin auch nicht angemeldet. Es fehlen noch ein paar Anmeldungen, ich wollte es gerade sagen. Guckt da nochmal, dass ihr das eben mal nachholt, weil
Es ist auch irgendwie nach dem Server-Ding. Alex steht zum Beispiel gar nicht mehr drin, obwohl ich mir sicher bin, dass ich ihn abgelehnt hatte. Wir haben nächste Woche mal einen Hunter, den wir zum ersten Mal ausprobieren. Dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir ein bisschen weiter hinten anfangen. Ansonsten, dadurch, dass Sebastian nicht da ist, müsste dann Janik heilen. Müssen wir mal gucken. Warte mal, passt das so? Drei Leute nicht da, einer mehr, 23 macht Sinn, ja. Am Sonntag fehlt aber noch irgendwer, oder? Da müssten theoretisch 21 drin stehen. Es sei denn, da sind jetzt, nee, 22 sogar, das Team ist ja auch da eigentlich, oder? Der DK fehlt am Sonntag. Ja, ja. Siehst du das? Achso, meinst du jetzt Alex? Ja, nee, ja, ich Alex, meine, da fehlt. Alex ja. ist auf jeden Fall eingetragen gewesen und war abgelehnt für heute und nächste Woche Mittwoch und ich glaube auch für den 30. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube Na gut, schon. Aber Mittwoch sind wir dann auch genug, um weiterzumachen. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Ja, genau. Und am Sonntag 21. 22, 3, ja, nee, Sonntag passt jetzt auch. Ja, was ist denn, ärgerlich, aber... Was ist denn ansonsten, gibt es denn vielleicht theoretisch tatsächlich irgendwie eine etwas größere Zahl an Menschen, die entsprechende Chars haben, die schon mal irgendwie was mit ihren Twinks machen wollen, mit denen sie dann jetzt wahrscheinlich im nächsten Add-on durchstarten werden? Also dadurch, dass das ja erst letzte Woche quasi, also die ich die Liste geteilt habe und viele wahrscheinlich noch einen Charakter sogar leveln müssen. Oder eben gelevelt haben, aber halt noch nicht das entsprechende Gear. Also ich würde sagen, das macht nur dann Sinn, wenn alle einigermaßen, also auf Maximalstufe sind und vielleicht irgendwie die GS um 430 rum, 440 rum haben, was man ja eigentlich durch Weltquest relativ flott kriegen sollte, also Umhang erspielen etc. pp. Dann könnte man halt sagen, okay, wir gehen HC. Weil ich brauche mit meinem Priester auf jeden Fall noch die Trinkets in Mythisch. Die würde ich gerne schon noch haben. Bevor ich den spielen soll. Ja gut, das wäre ja erst in Shadowlands. Beziehungsweise meinst du jetzt mit dem Pre-Patch-Jones? Ja. Ja gut. Also wie gesagt, der Pre-Patch ist ja quasi unser Starttermin, wo wir dann sagen, okay, jetzt fangen wir an mit den neuen Charakteren. Das heißt, jeder, der jetzt quasi in der Liste einen neuen Charakter zugewiesen bekommen hat, beziehungsweise mit den meisten haben wir ja eigentlich besprochen, wie wir genau das machen wollen. Der Pre-Patch ist quasi der Stichtag. Zu diesem Tag solltet ihr eure Charaktere auf 120 mit einer Mindestgäste und 430 Umhang und so einen Schwachsinn haben, damit wir halt nicht bei uns auf übernommen werden oder so ein Bullshit. Ja, aber abseits von Corruption und so braucht ihr euch da nicht mit auseinandersetzen, weil halt das weggeht mit dem Pre-Patch. Das heißt, Umhang leveln ja bis Stufe 15, aber ab da ist es dann wurscht quasi. Also müsst ihr nicht auf 15 bringen, aber zumindest haben und vielleicht ein paar Level machen. Ist ja auch gute GS, die das bringt. Ja, Level 6 ist ja auch kein Hindernis, ne? Ich weiß gar nicht, was die machen mit dem Umhang, ob der Proc dann auch nicht mehr da ist oder so, ob der Umhang komplett einfach nur das Sechste ist. Im neuesten Beta-Bild ist es wohl so, dass der Umhang auch deaktiviert wird. Aber das ist in Shadowlands dann. In Shadowlands ging der noch. Zumindest aber die Verderbnis verschwindet. Also der Verderbniswiderstand. Also Corruption ist ja sofort weg zum Pre-Patch. Das ist auf jeden Fall weg, Corruption. Das heißt, der Umhang ist nur noch ein Statstick. Was ich mich jetzt gefragt habe, ist halt, ob der Proc noch drauf ist. Der die Main-Stat gibt. Das ist soweit ich weiß, bleibt der drauf und man sollte den und eben auch verschiedene Items noch weiterhin behalten, um für Timewalks das zu haben. Ja, gut. Das ist. Also für die Leute, die das nachziehen, die brauchen sich jetzt nicht darum bemühen, Corruption hier zu farmen, nur dass sie es für Timewalking-Instanzen haben. Das ist pure Zeitverschwendung. Da gibt es Wichtigeres zu tun erstmal. Schmeißt nichts weg, klar. Aber versucht den Umhang auf Stufe 15 zu bringen, weil das Item-Level, das wird auf jeden Fall bleiben. Und die Stats dann eben auch. Ob der Proc noch drauf ist oder nicht, ist Peng, aber letztendlich Item-Level ist Item-Level. Das wird auf jeden Fall helfen. Aber höher braucht ihr das nicht machen. Corruption Resistance, Essenzen. Na, wobei Essenzen braucht ihr für den Pre-Patch noch, aber die könnt ihr ja kaufen. Aber ihr braucht dann mit den Echos keine Corruption oder irgendwas anderes kaufen. Und auf dem Weg dahin kriegt ihr ja genug Echos, dass ihr euch dann zumindest die Essenzen kaufen könnt, die relevant sind. Und da ihr die ja mit den Mains freigeschaltet habt, sollte da kein Problem sein. Das heißt, nutzt die Echos für Essenzen, bringt den Umhang auf nahezu 15 und versucht halt über 430, 440 GS zu sein. Dann sollte es kein Problem sein, hat jeder was zustande zu kriegen. Okay. Ja, wer weiß, ist ja noch nicht final. Wir werden sehen. Na gut, dann wünsche ich euch eine schöne Woche.
Und falls einer von euch irgendwie einen Link im Forum findet oder was auch immer zu diesem Thema, was wir jetzt hatten, postet das ruhig mal, dass ich mir das durchlesen kann. Werde ich jetzt auch nochmal suchen. Macht's gut, bis Mittwoch. Jo, ciao. Ciao. Schönen Abend euch. Ciao. Macht's gut. Ciao. Schönen Abend euch noch. Ciao.